Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play bei uns auf dem Kanal. Ganz, ganz frisch erschienen Horse Adventure Tale of Etria. Ein Ubisoft-Handyspiel, wie gesagt, ganz frisch erschienen gestern am 12. Januar. Ich habe den Tipp bekommen von der Simone, vielen Dank an dieser Stelle mal dafür. Und ich habe es mir angeschaut und es hat mir direkt so gut gefallen, dass ich mir gedacht habe, hey, das muss ich unbedingt direkt mal raushauen. So viel vorweg, ich weiß noch nicht genau, wie regelmäßig ich es schaffe, das zu bringen. Denn ihr wisst, ich bin mit 5 Projekten eigentlich schon übermäßig voll. Und ja, ich wollte es, wie gesagt, trotzdem zeigen und ich versuche so oft wie möglich was davon rauszuhauen, aber das ist so ein bisschen, muss ich gucken, wie ich das zeitlich schaffe. Ja, und ich würde sagen, ich mache einen kleinen Cut, melde mich an und starte dann ein neues Spiel. So, da bin ich auch schon angemeldet. Was ich noch mitteilen wollte, das Spiel ist sowohl für iOS, also für Apple-User verfügbar, als auch für Android, das heißt fast alle anderen Smartphone-User. Und es ist kostenlos. Also wenn ihr mal reinschauen könnt, dann könnt ihr das ganz einfach machen. Ich bin schon ganz hibbelig hier, weil ich echt unheimlich neugierig bin. Ich mag die Musik sehr gerne schon, die man im Hintergrund hört. Es hört sich sehr mystisch an und ich bin gespannt, was es gibt. Ich habe mich jetzt noch nicht so richtig eingelesen. Ich starte also komplett blind und ohne großartiges Vorwissen hier rein. Ja, und jetzt, Mensch, jetzt starte aber doch auch mal. So. Genau, In-App-Käufe. Horse Adventure ist ein kostenloses Spiel. Sie können Ihren Fortschritt mit In-App-Käufen beschleunigen, wenn Sie älter als 13 sind. Das ist so das Übliche, was man eben aus Apps kennt, dass man mit so Special-Währung einfach Sachen beschleunigen kann. Wählen Sie Ihren Charakter. Okay. Dann nehmen wir doch mal direkt einen weiblichen Charakter. So, ich bin unheimlich gespannt, wie es jetzt losgeht. Ähä, okay. Geschwindigkeit, Steuerung und Springen. Wir kriegen anscheinend jetzt erstmal das Tutorial. Erstmal eine... Okay. Schritt, Trab, Galopp. Hier drüber werden wir langsamer. Okay. Dann müssen wir hier drauf drücken, um zu lenken. Was ist das? Ach so, okay. So drehen wir uns um 90 Grad. Also keine ganze Drehung, sondern immer um 90 Grad. So, halten ist rechts abbiegen. Ah. Okay, fehlt nur noch das Springen. Oder unten wartet schon jemand auf uns. Oh, das war zu spät. Hahaha. Das ist gar nicht so einfach. Das ist gar nicht so einfach über Bluesticks. Ich mit der Maus. Ich glaube, das ist tatsächlich am Handy leichter. Ich werde es mir auf jeden Fall auch auf dem Handy runterladen. Jetzt habe ich das gar nicht gelesen. Okay, wir galoppieren auf jeden Fall mal in eine andere Welt. Küste, okay. Trainieren Sie Ihr... Das geht aber schnell hier. So schnell kann ich gar nicht lesen. Tomin. Schon gut. Alles ist in Ordnung. Du bist sicher. Keine Angst. Willkommen. Ich bin Tomin, der Aufseher der Auserwählten und diese Welt nennen wir Etria. Hier leben Menschen und Pferde in harmonischer Einheit. Wie heißt du? Dann wollen wir uns mal benennen, würde ich sagen. So, nenne ich mich jetzt nur Kali oder nenne ich mich noch irgendwas mit Sepp dahinter? Geht das so? Ja, das scheint zu gehen. Okay. Ah, jetzt können wir uns hier auch, nee, männlich können wir uns nicht mehr machen. Aber wir können uns hier umändern. Wir haben blonde Haare, rötliche Haare, braune und schwarze zur Auswahl. Ich nehme mal die braunen. Haben hier jetzt so nur die klassische Frisur. Ich wette mit euch, dass man da dann vielleicht auch noch später was freischalten kann. Hautfarbe, dunkel, so im mittleren Braun und heller. Ich lasse es mal beim hellen. Oh, unser Pferd, Etrian. Den Namen finde ich eigentlich direkt ganz süß. Huch. Hat so, fast so ein bisschen was vom Einhornzaum. Beim Einhornzaum hat man ja auch nur das Gebiss und die Zügel. Ja, okay. Etrian können wir eigentlich direkt nehmen. Ich mag den Namen. Okay, wir haben hier eine lange Mähne. Ah, doch, wir können es sogar braun.
Schwarz, so ein hellerer Ton, ein anderer Braunton und so ein Flachs. Es ist doch ganz süß hier. Ah, Pferdegeschirr, okay. Und den Schweif, der ist jetzt dünn. Da haben wir auch nochmal die verschiedenen Möglichkeiten hier. Den finde ich süß so. Oder mache ich doch einen Fuchs draus? Etrian, unser teuer Fuchs? Na super, wir haben kaum Auswahl. Was heißt kaum Auswahlmöglichkeiten? Die Auswahlmöglichkeiten sind eigentlich ganz in Ordnung für ein Handyspiel. Aber ich kann mich trotzdem, für mich sind schon wieder zu viele. Ich kann mich schon wieder nicht entscheiden, das gibt's doch nicht hier. Etrian, wie wollen wir dich denn aussehen lassen? Ich weiß es nicht. Fuchs oder doch eher in Richtung Palomino, wobei das ist auch kein... Ja, doch, ist schon. Ach komm, mach mal ein Palomino draus. Möchten Sie mit diesem Charakter spielen? Jawohl, wollen wir. Willkommen in Etria, Kadi. Unsere Ahnen haben die Pferde aus eurer Welt gerufen und deinem Pferd... und dein Pferd ist dem Ruf gefolgt. Okay. Wow, das ist ja toll gemacht. Die Quelle aller Magie in Etria entstammt einer heiligen Herde. Ich war schon wieder zu langsam. Durch ihre spirituelle Bindung mit den Ahnen bewahren sie das magische Gleichgewicht in unserer Welt und schützen sie. Doch jetzt sind die tausendjährigen Pferde verschwunden. Keiner konnte sie finden. Ohne sie fehlt den Ahnen die Macht, unsere Welt zu schützen und alle Magie... Das ist ein bisschen zu schnell. Etria ist in großer Gefahr. Wir brauchen deine Hilfe. Also das ist verflixt schnell, wie man das lesen muss, um da mitzukommen. Nur ein Auserwählter kann die vier finden und die Magie nach Etria zurückbringen. Nur so können die Ahnen den Weg zu deinem Zuhause öffnen. Bis dahin musst du in Etria bleiben. Es tut mir leid. Wir bemühen uns, dir zu helfen und dich zu trainieren und bringen dich zu den Ahnen. So, wir haben als erste Aufgabe Etria erkunden. Wir müssen Tomin folgen. Oh. Haha. Das ist echt. Kann ich ihm die Kamera drehen? Nee, ne? Ah, okay, cool. Das kann ich auch aus- und einblenden. Ja, Münzen. Das hier scheint die Pay-Währung zu sein. Was ist das? Gepflegte Pferde, behandelte Pferde, Tagesmedizin, Wochenmedizin, Trophäen. Okay. Interessant. Ah, und so können wir die Kamera drehen. Ah, aber der ist zurückgeblieben. Was tust du, Tomin? Ah, okay. Wir dürfen uns also nicht so weit von ihm entfernen. Ansonsten bleibt er beleidigt stehen. Wir sind ein bisschen zu schnell, wenn wir auch galoppieren. Komm, folge mir. Sieh dir an, wie wunderbar Etria ist. Wow. Also, mein erster Eindruck von dem Spiel ist definitiv absolut positiv. Sieht sehr, sehr cool aus. Ah, guck, da hätten wir eben Währung einsammeln können. Ja, Horse Adventure Tale of Etria. Das scheint so ein bisschen das Intro gewesen zu sein, was wir gerade gespielt haben. Kaylee ist die Koppelhüterin der Küste. Hier kannst du bleiben, dein Pferd pflegen und dich auf das Treffen mit den Ahnen vorbereiten. Reite hinunter zum Strand. Okay. Etrian hat +1 auf Geschwindigkeit bekommen, okay. Und +1 auf Ausdauer. So, ich hoffe mal, das Springen kriege ich diesmal ordentlich hin. Okay. +1 auf Sprung. Und auf Ausdauer, wir knutschen so ein bisschen das Pferd von Tomin.
Okay. Wo müssen wir denn hin? Zeigt uns der Pfeil den Weg, oder? Da scheinen wir nicht drüber springen zu können. Wo müssen wir denn hin? Wir haben Tomin schon wieder verloren. Oh je. Da kommt er wieder. So, wo will Tomin uns hinbringen? Ah, ja genau. Der Pfeil zeigt uns also immer das Ziel an. Und wir scheinen Etrian hier während dem Reiten ganz easy mitzutrainieren. Okay. Das sind irgendwelche Fischer. Ist da hinten der Punkt, wo wir hin müssen? Ich weiß es nicht. Wir müssen auf jeden Fall mit Tomin reden. Kaylee denkt, ein Auserwählter habe die tausendjährigen Pferde gestohlen. Mache ihr ein Geschenk und sie wird weniger misstrauisch sein. Okay. Ein Geschenk für Kaylee. Sie liebt die seltenen blauen Muscheln, die nur hier zu finden sind. Suche zwei blaue Muscheln an diesem Teil des Strandes. Etrian kann es schaffen, okay. Um ihnen bei der Suche nach Muscheln zu helfen, können sie ihren Finger in der oberen Hälfte des Bildschirms gleiten. Okay, das ist ein bisschen komisch übersetzt. Ah. Ich meine, dass wir uns damit drehen können, um nach den Muscheln suchen zu können, anständig. Okay, aber ich würde auch fast sagen, das war's für heute erstmal mit der ersten Folge. Schau, hier ist eine blaue Muschel. Ja, ich mache ja weiter. Ich würde sagen, das war's erstmal für die erste Folge. Vielen Dank euch fürs Zuschauen. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie euch das Spiel gefällt. Und ja, wenn ihr es auch spielen wollt, wie gesagt, es ist kostenlos für iOS und Android verfügbar. Und ja, dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!